Hallo und herzlich willkommen zu Rambovis PTS Guide. Heute geht es um die Raummission, die haben es nämlich gefixt, also man kann sie jetzt spielen. Ich bin hier jetzt auf der Flotte und zeige euch erstmal ein bisschen, wie es mit dem neuen, was ich mit dem neuen Zeug auf sich hat für das Raumschiff. Ihr seht hier Galaktischer Handelsmarkt, das ist rechts oben auf der Rebflotte, links unten bei der Impflotte. Hier haben wir die Händler, die zwei, und ihr erkennt es auch ganz einfach. Hier ist es neben den Gildenbanken und da oben ist das Flugzeugzeichen für Raumschiff. Ja, die zwei Händler sind bekannt. Der rechte verkauft für Credits, der linke für Auszeichnungen. Aber auch diesmal gibt es beim rechten etwas, nämlich das hier. Ja, deutsche Übersetzung fehlt noch. Aber da ich es auf Englisch gesehen habe, beziehungsweise man sieht es auch im Tooltip, was es ist. Das ist eben dieses Item, das ihr auswählen könnt mit 1 und 2. Ich muss erstmal abmounten. Man sieht auch das Schiff. Genau. Zack. Ja, da unten, das könnt ihr einschalten für 1 mehr Schaden und weniger Schilddreck und umgekehrt mehr Schilddreck, weniger Schaden. 300k. Wie viel das jetzt ausmacht, kann ich nicht sagen. Ich weiß auch nicht, was das Grundding ausmacht. Also da müsste man mal nachschauen und beziehungsweise vielleicht kann man es irgendwie berechnen. Ja, Flottenauszeichnungen seht ihr wie immer hier unten bei PvP und Raumauszeichnungen. 10.000, das hat wahrscheinlich auch einen Grund, warum? Nämlich, wenn wir uns das mal anschauen, hier, was die Dinger kosten. Hier gibt es erstmal zwei Baupläne. Einmal für das Deflektor-Schild, dass das Schild 800 Life Points hat. Raumschiff jetzt momentan haben wir 600. Eben hier, wir verlieren zwar wieder 5 Schadenspunkte, aber die kriegen wir später wieder rein, da komme ich gleich nochmal drauf. Und den Bauplan für das Raketenmagazin, das wir eben jetzt. Dass die 100 Schaden machen. Wie viel sie vorher machen, weiß ich gar nicht. Und man 200 Raketen haben, das steht hier auch nirgendwo. Also wir sind jetzt bei dem Blaster-Schaden und die Feuerrate, aber was die Rakete jetzt an Schaden macht, kann ich euch gar nicht sagen. Und hier steht halt jetzt, dass die 100 Schaden machen. Beziehungsweise 100 Schaden mehr, glaube ich. Ja. Dann eben hier die Rüstung können wir kaufen. Jetzt haben wir 3250, also eine Verbesserung um 750. Verliert halt wieder den 5 Schaden, die ihr dazu habt, aber da kriegt er gleich nämlich was, da kommen wir jetzt mal dazu. Hier Schiffsblaster, erteilen jetzt 100 Schaden pro Salve. Momentan ist es 90, ja, da 90, genau, und die Widerstandskraft 50, ja, die können wir in der Pfeife rauchen, wenn wir da 750 kriegen. Insgesamt haben wir ja 100 mehr und dann haben wir jetzt insgesamt 650 mehr. 100 Schaden auf den Blasterschaden, so haben wir die fehlenden von der Rüstung und dem Schild wieder reingeholt. Und zusätzlich jetzt beim letzten hier diesen Schusskondensator geht es nochmal auf 100 hoch, allerdings keine 10 Schüsse mehr pro Sekunde, sondern 6, aber 6 mal 200 sind 1200 und 10 mal 100 sind 1000, also 200 Schaden mehr. Ich denke mal, die haben es vielleicht aus Animationsgründen oder so ein bisschen ja verringert, dass man nur noch 6 Schüsse pro Sekunde hat und keine 10 mehr, Performancegründe, whatever. Ja, ich gehe jetzt aber mal schnell auf mein Schiff, um dann die ersten Missionen euch mal ein bisschen zu zeigen. Und da sind wir dann auch schon. So, das ist mein tolles Schiff. Hier kennt ihr ja die Questannahme auf Ritter oder Botschafter. Ja, ich habe es schon angenommen. Zeig's euch mal schnell. Hier, Weltraummission 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück sind es. Und ich kann euch jetzt schon mal vorab sagen, die sind wirklich richtig, richtig hardcore. Also ich habe eine geschafft und ja, ihr seht es dann in den anderen Videos, die ich dann poste, wenn ich es probiert habe. Es fehlt einfach der Damage. Ja, zwei Stück von diesen Missionen findet ihr oben im unbekannten Raum, bei Illum. Ihr kennt ja unmögliche Source-Sektor und das Minen-Dingsbums da. Und da gibt es jetzt eben diese beiden. Dann in dem Sitz des Imperiums Sabotaris ist, gibt es eine neue. Die ist hier unten, der Barros-Hinterhalt. Huttenraum gibt es auch eine. Ja, hier, Tanium-Eingriff. Und im Outer Rim dann die restlichen zwei. Das ist hier die Hyborie-Eskorte und Asteroidenfeld von Yukov. Ja, ist wirklich cool gemacht. Zwar nichts Neues zum anderen, aber schaut es euch dann einfach mal an, wenn ihr auf dem Live-Server das Ganze dann findet. Ja, so viel zur Einführung. Die Quests kommen, wie gesagt, noch. Und ich verabschiede mich wie immer wieder Carbolidkammer. Bis zum nächsten. Tschüss.